Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr es im Titel bereits wahrscheinlich schon lesen konntet, geht es heute um die Auslosung des Gewinners zum vierten Advent, also wirklich die letzte Auslosung. Es haben wieder einige mitgemacht. Ich habe mir die Zettel wieder vorgeschrieben. Aus Zeitmangel, also es ist wirklich Wahnsinn, was in den letzten Tagen los gewesen ist. Deswegen habe ich gedacht, ich habe jetzt ein paar Minuten und filme das jetzt auf jeden Fall ab. Und genau, dass ich das Paket auch in den kommenden Tagen packen kann und es auch dann schnell bei demjenigen ankommt und er sich freuen kann. So, jetzt muss ich mich hier einmal selber sortieren. Was brauchen wir alles? Wir brauchen, ich habe mir von meiner Tochter eine Box geklaut. Das ist eine Parfümbox gewesen. Die zweckentfremden wir jetzt. Dann brauche ich meine Brille, sonst sehe ich nichts. Und die Zettel. Genau. Zettel habe ich, wie gesagt, hier schon vorgeschrieben. Die sind hier alle auf gleichem Papier. Und wir falten sie auch gleich gleichmäßig wieder. So, ich habe hier einmal Melanie Rossner 58. So. Dann habe ich hier Manu Manu Lala. Also es gibt schon Namen, das ist echt abenteuerlich. Vor allem habe ich eine neue Brille und muss mich da auch erstmal dran gewöhnen. Aber ich denke, das bekommen wir hin. So, dann habe ich hier Sonja 7118. Ja, Weihnachten ist jetzt rum. Feiertage haben wir hinter uns gebracht. Jetzt waren wir heute einkaufen für Silvester. Furchtbar. Also da denkst du echt, die Leute im Supermarkt kämpfen um Leben und Tod und haben Angst zu verhungern. So, hier habe ich Sunny the Pooh. Also, dass sie sich nicht gegenseitig angesprungen haben, war alles. Ich wurde an der Kasse fast umgerannt. Von jemandem, der meinte, er muss ganz, ganz schnell dahin, weil er Angst hat, 2 Minuten später dran zu sein, wenn er sich hinter den anderen stellt. Rina Paint Diamonds Relax. Ja, also, dass man gerade vor den Feiertagen ein bisschen mehr Zeit einplanen muss, das sollte eigentlich jedem bewusst sein. Oh, naja. So, hier habe ich Braveheart Lady. Ich glaube, insgesamt sind es 19 oder 20. Hatte ich vorhin, glaube ich, gezählt. So. Luisa Herden 4386. Ja, das Advents-Event ist rum. Es hat unheimlich Spaß gemacht mit euch, auch in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe. War mega entspannt, war super schön, Fortschritte zu sehen und dementsprechend Kommentare zu lesen, sich auszutauschen, neue Bilder zu sehen, auch wenn man sich einen Kaufstopp auferlegt hat. iPappy Gaming 7624. Ja, der berühmte Kaufstopp. Ich ziehe es jetzt aber wirklich durch. Mal gucken, wie lange ich es schaffe. Heike Schulte 9037.
Kati 50873. Husky 2892. Ah, das sind zwei. So. Ja, diesmal habe ich die Zettel selber geschrieben, weil ich Angst hatte, dass ich es eventuell mit der neuen Brille nicht lesen kann. Aber auch das fällt mir schwer. Also wenn ich so ein bisschen ins Stocken gerate, dann liegt es nicht nur daran, dass ich hundemüde bin, völlig durch den Wind, fix und fertig von den Feiertagen, sondern auch, weil ich eine Sauklaue habe und meine Brille, mich erst an meine Brille gewöhnen muss. Birgit Huber 1764 haben wir als nächstes. Also wirklich eine gute Mischung von lauter Kleinigkeiten, die dann zusammenkommen. Aber da kommen wir jetzt durch. So, als nächstes Michaelas Painting-Ecke 5400. Claudia Pacu, würde ich jetzt sagen, würde ich es jetzt aussprechen. Ines Hansmann 952, na, da hat sich einer noch versteckt. Tamara T. 1402. Oh je. Sabine Braune. 9474. Ich glaube aber, wir haben es bald. Das Rascheln beim Papierfalten. Oh, furchtbar. So, der ist ein bisschen verdreht. Den müssen wir erstmal. So. Jasmin Zaringer 4654. Und ich glaube, dann ist es noch einer. So, genau. Der letzte. Steffi H. 2005. Der wehrt sich so ein bisschen. Aber er muss genau auf dieselbe Größe. So. Also ich glaube, es waren 19, hatte ich jetzt mitgezählt. Die mischen wir jetzt auch schön. Und dann zeige ich euch nochmal schnell, was ich hier neben mir liegen habe. Genau, und zwar war das jetzt einmal der Acrylstift mit den Blümchen, den wir mit reinpacken. Dann die zwei Sparkle Tags. Und genau, die Untersetzer, die 6 Stück. Wenn ihr gezogen werdet, bitte einmal eine E-Mail an mich. Die E-Mail-Adresse steht in der Infobox. Und dann schicke ich demjenigen ein paar Kategorien zu. Und ich suche nochmal ein bisschen was raus, ein schönes Bild, ein bisschen noch was dazu. Und genau, als Überraschung, es ist ja ein Überraschungspaket. Wenn man da im Vorfeld schon alles sieht, ist ja auch nicht so schön. Genau, und dann geht es Anfang des Jahres direkt und so schnell wie möglich an denjenigen raus. So, wir mischen nochmal, gucken, dass die nicht so ineinander liegen. Ich glaube, an meiner Falltechnik muss ich dann nochmal arbeiten. Und ich würde sagen, wir nehmen den hier. Ja, der springt mich an.
Ja, geh auf. Und wir haben Birgit Huber 1764. Liebe Birgit, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du freust dich. Einmal in die Infobox reinschauen. E-Mail-Adresse. Hau in die Tasten. Schreib mir eine kurze Mail. Und wir schnacken ein bisschen. Und dann stelle ich dir den Rest noch zusammen. Und dann würde ich sagen, darf das Paket zu dir. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit über den Advent. Hast schön mitgepaintet und freust dich jetzt über deinen Gewinn. Allen anderen natürlich auch. Allen anderen wünsche ich natürlich auch einen schönen Tag, Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, vergesst natürlich wie immer nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten und macht euch die Welt ein bisschen bunter.